wenn ich mal die Zeit fürs Einkaufen hätte. Huch. Ja, Bäume. Ja. Also in den letzten Tagen mit der Arbeit, boah, da war ich 8 Uhr zu Hause erst immer. Und ich habe keine Lust, bis 22 Uhr noch einkaufen zu gehen. Hallo, Freunde. Nehmt euch mal ein paar... Alter, wie hübsch das hier ist. Schneefall, durchschnittlich, massenhaft. Unzureichend. Ich zerstöre hier erstmal den ganzen Regen, weil das ist mir sowas von egal. Hui. Hui. Aber wie schön das hier ist. Und ich zerstöre das einfach. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Da habe ich dann immer, wenn ich dann so spät zu Hause war jetzt die Woche, da habe ich dann immer gesagt, weißt du was, komm, da bestelle ich beim Italiener. Weil da bin ich zu voll, mich noch in der Küche zu stellen. Alleine halt, ne? Und dann noch immer zu brutzeln. Nee, bitte, also um Gottes Willen, nein. So, jetzt gucken wir mal. Können wir den jetzt? Ja, sehr schön. Was kann ich denn? Ich kann die doch stapeln, ne? Wollte ich gerade sagen. So, machen wir noch eine. Na, wenn wir schon einmal dabei sind. Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. So, ich glaube, 6 Stück reichen erstmal. Ach, 5 Stück kann man nur stacken. Achso, okay. So, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen... lass mich kurz nachdenken. Plutonium. Jede Menge. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen auf Plutonium-Tour begeben. Ich hoffe, wir werden hier fündig. Aber wie hübsch das hier ist. Ich bin schon wieder überlegen, umzuziehen. Das ist so... Echt? Also, es ist toll mit den Bäumen. Ich mag sowas. Ich mag das Spiel voll. Oh, es ist gerade sehr dunkel. Mach mal die Taschenlampe an. Hier haben wir ein Signal. Ist zwar wieder ein kalter Planet, ne? Müsste man wieder mit Kälte kämpfen, aber gut. So, die Zahlenreihenfolge. 99, 92, 86, 81. Zwei, das ist 7. Müsste 77 sein, ne, oder? Meine ich doch. Bin gerade, war gerade ein bisschen neben der Spur. Mathe war nie mein Fach. So. Ja, Freunde. 12 Stunden. Oh Gott, das wird... Halbe Stunde haben wir schon mal. So. Gut, haben wir nochmal hier... Was ist das denn? Kohlenstoff, ich brauche Plutonium. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen zu den Russen gehen oder so, dass ich da ein bisschen Plutonium beantrage. Die haben doch bestimmt was für mich. So, was haben wir hier? Eine Technologie. Juhu. Sehr schön. Da ist Thermium am Liegen. Plutonium haben wir auch ganz viel in den Höhlen gefunden. Ich entsinne mich. Also zumindest damals, wie das Spiel rauskam. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. So. Thermium. Eine Höhle wäre jetzt mal ganz geil, um zu gucken, ob da vielleicht eventuell Plutonium zu finden ist. Da ist schon wieder Thermium. Weißt du, das ist das, was ich meine. Thermium haben wir gestern gebraucht. Hast du nicht... Ja, hast du auch was, haben wir auch was gefunden. Auf dem einen Planeten. Aber ne, normalerweise findest du, ist das rar. Oder Zink. Ne, aber das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt brauchen wir Plutonium und nichts ist da. Nichts. Nicht ein Tropfen Plutonium. Ich rufe gleich mal Putin an. Mal gucken, ob er mir was rüberreicht. So. Freunde, wo ist Plutonium? Da unten sieht es aus wie eine Schlucht. Da können wir gucken. Da ist bestimmt auch eine Höhle. Minus 64 Grad. Das ist mal kalt. Und wir jammern schon mal minus 10 oder 20. So. La la la, la 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 la. Ich habe übrigens heute auch für heute geplant, ein Streamspiel, wo ihr wieder mitmachen dürft. Dürft euch schon mal freuen, wieder ein interaktives Streamspiel.
Kennt ihr übrigens schon. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und euch anscheinend auch. Deswegen werde ich das nachher mal spielen. So, ist denn... Alter, uah. Jetzt bin ich in der Schlucht. Toll, jetzt werde ich hier wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Uah. Uah. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch gestern schon... Ich weiß nicht, für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ich habe da heute auch keinen großartigen irgendwie so einen Streamplan oder so, weil den Stress tue ich mir nicht an. Alles so, alles relativ spontan, ganz locker, ganz easy, nix irgendwie so straight nach Liste oder so, welches Spiel jetzt kommt oder so, entscheide ich alles spontan, also. Das, was kommt, das kommt und fertig. Ne, jetzt spielen wir erstmal und dann gucken wir mal. So. Muss nur gucken, dass ich zwischendurch regelmäßig was trinke. Dass wir auch ein Päuschen machen zwischendurch. Weil ich kenne mich gut, dass ich, seitdem ich aufgehört habe zu rauchen, nicht mehr so die Pausen mache. Und, ich muss gucken, dass ich auch trinke. Weil du kriegst immer, wenn du so viel redest, kriegst du so ein Pappmaul, so. Und da merke ich jetzt schon, wie trocken der Mund schon wieder wird. Das ist, ja. Extreme Nachttemperatur, schön. Ich brauche Plutonium. Gibt's auf diesem Kackplaneten nicht einen... Nicht ein Tropfen Plutonium. Ich wandere mal so ein bisschen weiter hier in der Schlucht entlang. Uah. So. Super. Super. Super hot. Okay, hier könnten wir wieder dieses exotische, in Anführungsstrichen, Element einsammeln. Komischerweise gibt es dieses exotische Element auf fast jedem Planeten. Ich frage mich, was daran exotisch ist. Mit Gänsefüßchen. Ach, guck mal, hier. Oh! Hab ich doch. Willst du mich ver... Ach, der Atlas passt auf dem... Nein, was? Wieso ist denn der Atlaspass? Der Atlaspass ist auf dem Schiff. Macht ja auch... Oh, Plutonium. Macht ja auch ganz viel Sinn, dass der Atlaspass auf dem Schiff ist. Wenn ich hier unterwegs bin und hier unterwegs die Container finde. Und ich will unbedingt diesen Frachter haben. Diesen Frachter für 7 Millionen. Das war ja gestern der Knaller, wie der Spieler noch abgestürzt ist. Boah, 7 Millionen. Huch, was war das denn? Hallo? Ah, guck mal einer an. Hey, 15 Plutonium, nur nicht so viel. Ein Frachter für 7 Millionen. Komm, ein bisschen Kohlenstoff noch mal mitnehmen, wenn wir schon einmal dabei sind. Weil wir brauchen für unsere Waffe ja auch noch mal ein bisschen. So. Freunde, ich brauche... Kein Tamium, ich brauche Plutonium. Das ist doch nicht wahr. Aber hübsch ist es hier schon, ne? Muss man sagen. Was? Das war übrigens... Das bin übrigens nicht ich, ne? Die plätschern gerade. Wärmeschutz stabilisiert sich, stimmt das? Stimmt doch gar nicht. Der Anzug lügt. La, 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 la. Ich scanne nochmal die Bude ab. Hier ist nochmal Tamium, toll. Ich brauche Plutonium, verdammt. Ich habe aber bisher noch nicht einmal irgendwie so ein, außer jetzt gerade, das Fitzelkind da mit 15 Stück. Habe ich sonst nicht irgendwie... Weil normalerweise häuft sich das ja immer so ein bisschen an. Aber eigentlich ist das so ein Element, was man ja eigentlich überall bekommt. Also auf jedem Planeten. Weil das ist ja so eigentlich auch der Treibstoff und alles. Weil das braucht man ja, um vom Planeten zu kommen. Ich glaube, das ist auch... Also das Spiel ist ja so erstellt worden, dass es halt prozedural ist. Und ich denke mir mal, dass die halt einstellen können... Ich sag mal, mit Zahlen... Keine Ahnung, so und so viel Prozent Tamium auf jedem Planeten, so und so viel Prozent Plutonium auf jedem Planeten. Ich denke mal, dass sie das irgendwie so geregelt haben. Weil das ist ja so diese Standardmaterie.
Ah, hier. Exotisch. Wohlgemerkt. So, ich fliege nochmal nach oben. Ich sollte mal eben meinen Wärmeschutz verbessern. Aber dazu brauche ich wieder Zink, ne? Nein! Und Zink brauchen wir auch, glaube ich, oder? Bleib mal eben hier kurz in der Höhle. Ich lasse es mal eben auffüllen. Weil dann können wir nochmal weiter reisen. Es müsste gleich Tag werden. Aber wir sind ja schon die ganze Nacht jetzt unterwegs. So. Ja, minus 75 Grad. Dann würde hier nichts mehr gehen bei uns in Deutschland. Glaube ich. Das ist doch nicht wahr. Das nehme ich mit. Das ist auf jeden Fall eine Substanz, die ich brauche. Ich finde es gut, dass sie das jetzt so eingeführt haben, dass du auch erkennst, was das jetzt ist. Ne, vorher war das ja echt nur so rot und gelbe Symbole und du konntest nie richtig unterscheiden, was dich jetzt da erwartet. So. Alter. Ich kann mich immer noch in diesem Spiel verlieben und verlieren. Massive 2010, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Mir geht's super, ich hoffe dir auch. Habe ich gesagt 2020? 2010 meine ich. So. Willkommen zur Jubiläumsfolge 300. So. Wo finden wir... Ich brauche Plutonium. Tralalalala. Wie weit ist denn die Base da weg? Oh ja, 7 Stunden. Wir haben ja die Zeit, ne? Ist ja nicht so, dass es uns wegläuft. Oha. Das kann doch nicht sein, dass ich hier nirgends einen Tropfen Plutonium finde. Da hinten sehe ich was. Oder? Ich glaube, ich sehe Plutonium. Ich glaube zumindest, oder? Nein, hör auf damit. Habe ich doch richtig gesehen im Augenwinkel. Und es wird Tag. Wärmeschutz stabilisiert sich. Boah, das ist schon geil. Boah, wie das aussieht. Mag deine Livestreams. Weißt du doch, bin unser Anfang an dabei. Ja. Gucke dich immer manchmal, schreibe aber nichts und gucke einfach. Ja. Stiller Zuschauer quasi. Das gibt ganz viele von. Habe ich mir sagen lassen. Die nicht so viel schreiben. Bleibt ja auch jedem selbst über... Ja, ich war das nicht. War ich nicht. Bleibt ja auch jedem selbst überlassen, ob er hier zuguckt, ob er hier schreibt oder nicht. Ich meine, zuguckt auch, aber, nein, ist Pflicht zuzugucken. Wag dich abzuschalten. Wag dich. So, nee, bleibt ja jedem selbst überlassen. So. Boah, ist das, Alter. Also ganz ehrlich, diese Panoramaausblicke hier zwischendurch, ne? Da ist schon Traum. So, gibt's hier nochmal irgendwo Zink oder Plutonium? Wenn wir schon einmal hier auf der Reise sind. Sieht nicht so aus. Was ist das für ein Game? Das ist No Man's Sky. Das ist No Man's Sky. Ja. Ich würde sagen, wir wandern mal so in die Richtung. Wir müssen unbedingt noch mehr Plutonium und noch mehr Zink bekommen. Also Zink haben wir, glaube ich, in unserer Base. Ich glaube, da haben wir... Aua, Alter. Was war das? Ach, er hier. Der sondert irgendein Gift ab. Ich glaub's ja nicht. Voll am Abdampfen. Hast du gesehen? Ah, cool. Sieht gut aus. Kennst du kein No Man's Sky? Ist es voll an dir vorbeigegangen? Das ist doch dieses Spiel schlechthin, wo doch angeblich falsche Versprechungen gemacht worden sind. So. Uah. Hui. Guck mal, hier ist schon wieder so ein Ding. Zwei sogar.
Da ist Tamium, Platin, Platin. Hast du schon The Witcher gespielt? Also Teil 3? Ich mag keinen Witcher. Witcher ist nicht meine Welt. Fantasy und so. Gar nicht. Fantasy-Rollenspiel. Nö. Werde ich auch nicht spielen. Aber soll ein gutes Spiel sein. Habe ich mir sagen lassen. Soll echt toll sein. Jetzt kommt die Ungeduld wieder. Aber nicht bei diesem Spiel. Nein, auf keinen Fall. Alter, 31 Zuschauer! Vielen Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Mein Gott, was ist denn los? Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir am Anfang schon fast 70 hatten oder 49 oder so. Obwohl ich angefangen hatte vorhin. Das war so... Ah, okay, schade. Ist ein schönes Spiel geworden. Ja, habe ich ja gesagt. Wie gesagt, habe ich mir sagen lassen. Oder beziehungsweise habe ich mal gesehen. Aber mein Fall wäre es nicht. Ich hätte keinen Spaß mit dem Spiel. Oh Gott. Wieso muss ich ausgerechnet immer am Grand Canyon landen? Uah. Weiche Landung. Tamium. Eisen. Toll. Brauchen unbedingt 3 Stunden. Schaffen wir. Wir brauchen unbedingt weiterhin Zink und Platin. Plutonium, Platin. Aber ich finde... Toll. Ich dachte, da wäre was. Tamium, Tamium. Tamium können wir uns hier totschmeißen mit. Boah, diese Musik. Warte mal eben. Warum ist die... Heute ist die Musik irgendwie wieder so leise, ne? Oder meine ich das nur? Wärmeschutz stabilisiert sich. Ja, ja, ist klar. Wärmeschutz stabilisiert sich. Wir sollen echt mal so ein bisschen unseren Wärmeschild mal wieder auffüllen. Ich weiß, wir müssen unser Zink dafür jetzt verbraten, aber egal. Zumindest damit wir unseren Wärmeschutz haben. Da ist Zink. Und ein Zahnrädchen. Vielleicht findet sich da in den Wäldern auch ein bisschen Plutonium. Müssen wir mal gucken. So. Hier eine beschädigte Maschinerie. Mit einem Beschleunigungsfeuer an Tida. Mhm. Sehr schön. Aua. Hier ist Zink. So. Hier sieht es aber nicht danach aus, als würden die es hier vor Plutonium strotzen. Hm. Naja. Ach, herrlich. Freunde, 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 Freunde. So, das war der 12-Stunden-Stream. So. Alter, 30 Zuschauer. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und das für No Man's Sky, wohlgemerkt. Ja. Hallo. Hey, 52, 53. Wow. Ich wollte noch weniger machen, als es eigentlich ist. Nur nicht so viel. Ich könnte ja hier als Millionär vom Planet gehen. Von Plutonium. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal. Boah, jetzt aber, jetzt will aber... Hör mal, jetzt will das Spiel aber... Jetzt will das Spiel mich aber bereichern, oder? Kann das sein? Das Schlimme ist, Plutonium wird nicht immer angezeigt, du Scannen. Also kleine Sachen zeigt er nicht an. Da oben ist Zink. Das werden wir uns gleich holen. Man konnte sich sogar... Du Sau, dich habe ich gesehen. Man konnte sich sogar Sachen markieren lassen. Ich weiß noch nicht mehr, wie das geht. War das Baumaterialien, die man sich markieren lassen kann? Anpinnen, genau. Rezept anpinnen. Das kann man machen. Da kann man nämlich gucken, dann was für Sachen man noch braucht. So, war denn jetzt... Da oben ist Zink. Und da auch. Zweimal Zink.
So. Ich würde mal interessieren für die Leute, die gerade im Chat sind, ob der Reflobot eigentlich funktioniert, also der Talabot. Ob da vielleicht mal jemand gucken könnte, ob der funktioniert, weil heute könnte ja echt Punkte farmen, ne, bei 12 Stunden. Alter Schwede. So. Nochmal Zink und es ist gerade hier sehr hell. Platin. Ah, der funktioniert. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ah, Plutonium. Sehr schön. Und das nicht gerade wenig. Holla die Waldfee. Sauber. Tut mir leid. Boah, 5000 jetzt genau. Alter Schwede. Da wird mal Zeit für ein Schnäpschen. Eine runde Summe. Einfach mal alles setzen. Einfach mal alles setzen. So. Kriegen wir denn noch hier irgendwo... Warte mal, reicht das nicht schon, was wir haben? Ich schau mal eben. Ah, unser Schiff ist ja... Ja, unser Schiff ist ja zu weit weg, dass wir da was bauen können. Aber wir können... Warte mal. Wir können das ja übertragen, ne? Das geht ja. Übertragen können wir es ja. Und dann können wir es ja im Schiff bauen. Warte mal. Geht nicht, ist ja begrenzt. Ah ja, stimmt. So. Produkt hergestellt, ja. Produkt hergestellt. Das ist so, das ist das Einzige, was ist so nervig für deinem Spiel. Dieses ewige, dann musst du wieder hier klicken, dann wieder da klicken und dann wieder... Oh. So. Antimaterie. Warte. Antimaterie. Antimaterie. Nochmal Antimaterie. Und jetzt haben wir keinen Zink mehr. Jep. Uns fehlt Zink und uns fehlt Plutonium. Ja, Zink und Plutonium müssen wir nochmal suchen, weiterhin. Da unten ist eine Base, da können wir uns aufwärmen gehen, wenn wir schon einmal hier sind. Wie gut, dass die Wächter hier ganz entspannt sind. La la la. La la la. La la la. Toll, das habe ich gescannt und sehe. Ah, doch, Zink. Sehr schön. Zinki, zinki, zink. So. Nehmen wir mit. Wo war das jetzt mit der Basis? War das hier? Abgestürztes Schiff. Ach, guck mal an. Sieht aus wie bei uns zu Hause fast. Oder wo wir gewesen sind mal. Oh. Da wäre ich so glatt vorbeigelaufen, weil das so klein ist. Plutonium. Man mag es gar nicht glauben. So, gucken wir mal, wer hier drin wohnt. Hallo, ich... Guten Tag. Was haben wir hier? Aha, ein Aufprallschaden Omega. Mhm. Der Blitzwerfer bewirkt beim anvisierten Ziel markiert. Was? 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 Der Blitzwerfer bewirkt beim anvisierten Ziel maximalen Schaden, was die Waffe auf Vekien-Standard bringt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Brauche ich gar nicht. So. Aufgewärmt haben wir uns. Wir könnten eigentlich theoretisch mal hier speichern, weil wenn wir schon hier sind. Ah, mich juckt's. Aua, 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 aua. So. So. Weiter geht's. Im Text auf der Suche nach Zink und Plutonium. Vielleicht hätte ich die Folge hier in der Let's Play Live Show Plutonium und Zinksuche nennen sollen. Ah, nein. Ach komm, hör auf. Was ist denn das? Wieso renne ich immer zu so einem Grand Canyon? Das kann doch nicht sein. Gibt's hier auch mal so einen normalen Weg oder so? Freunde.
Don't show the Terminum. Ich drehe bald durch auf dem Planeten. Wie komme ich denn hier? Komme ich hier vielleicht? Ja, hier ist super. Hier ist super. Sehr schön. Also bis man hier was gefunden hat. Uiuiuiuiui. Das Schlimme ist, dadurch können wir gerade mal vielleicht 5 Zellen bauen, die unseren Treibstoff komplett auffüllen und... Oh Gott. Da müsste man normalerweise schon im Voraus wieder neue Sachen farmen. Aber das kann man ja dann machen, wenn wir... Wir haben ja unser Lager gebaut. Wir können ja dann theoretischerweise, wenn wir dann mal wieder sowas brauchen, können wir im Voraus farmen und das Ganze einlagern, dass wir die Zellen oder beziehungsweise die Zellen einlagern. Dann brauchen wir die nur aus unserem Lager rausholen und ins Raumschiff auffüllen. Das ist natürlich am idealsten. Und dafür finde ich so ein Lager eigentlich ganz geil. So ein Lagersystem. So, da oben ist Tamium. Okay, weiter durch den Wald. Au, guck mal eben hier. Ah, jetzt schläft mein Fuß gleich ein. Und es wird schon dunkel draußen. Lalala. So, Freunde. Platin. Plutonium wird angezeigt, das heißt, es wird nicht gerade wenig da sein. Ich komme. Ich werde dich... wo ist es hin? Ah, hier. Ich werde dich vernichten. Ah, guck an, ein großer Klumpen. Mitten in der Pampa. Jawohl. So gefällt mir das. Hm.